Hallo Leute, das ist das Stealth 300 Headset von Turtle Beach, das ich mir vor kurzem gekauft habe. Im Folgenden möchte ich euch ein kleines Unboxing zeigen und euch den einen oder anderen nützlichen Tipp geben. Ja, üblicherweise sind solche Produkte in einem Karton verpackt, hier in einem blau-weißen, der übrigens auch sehr nice aussieht, wie ich finde. Beim Auspacken kommt einem hier ja so eine Kunststoffschale entgegen, auf der das Headset liegt. Ist aber eine vernünftige Verpackung, auch für den Preis des Headsets völlig angebracht. Ja, die Ohrmuscheln sind hier zusätzlich in so einer Verpackungsfolie eingewickelt, dadurch noch zusätzlich geschützt. Ansonsten haben wir hier noch die Bedienungsanleitung, die noch mitgeliefert wird, und das schwarze USB-Ladekabel. Also was mir an diesem Headset extrem gut gefällt, ist eigentlich das Farbdesign, diese Schwarz-Blau-Kombination. Man sieht es auch hier in der Ohrmuschel drinne, da ist ja, das ist blau und drauf ist das schwarze Turtle Beach-Logo. Finde ich super, sieht in echt noch besser aus, wie man es hier sieht. Das Ganze gibt es auch noch in einer Schwarz-Grün-Kombo, also wie hier Schwarz-Blau eben Schwarz-Grün, und natürlich gibt es auch noch in Weiß. Das USB-Ladekabel mit nur 60 cm Länge ist für meinen Geschmack viel zu kurz geraten. Alternativ könnt ihr aber auch das Ladekabel vom PS4-Controller verwenden. Das funktioniert genauso und ist deutlich länger. Das blaue Anschlusskabel mit 1,20 m Länge ist mir fast schon wieder zu lang. Also ganz klar, wie ich finde, ist, dass die Qualität des Headsets gut ist. Also zumindest die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Ja, also auch die Ohrmuscheln, die lassen sich schön in eine Seite drehen. Praktisch beim Absetzen des Headsets oder wenn man es nur um den Hals hängen hat. Ja, Lautstärkeregler, Mikrofonregler, eigentlich alles, was man braucht. Beim Ausklappen des Mikrofons hört man einen kurzen Pieps und weiß somit, dass es an ist. Wenn es wieder hochgeklappt wird, ist das Mikrofon auf stumm geschaltet. Feine Sache. Das USB-Ladekabel wird an der linken Ohrmuschel eingesteckt. Das blaue Kabel, das ist im Übrigen fest verbaut, das kann man nicht irgendwie abstecken oder ähnliches. Aber wie ihr hier seht, das Kabel ist sehr, sehr kurz. Die Polsterung am Headset finde ich sehr, sehr weich, bequem. Auch für einen Brillenträger wie mich geeignet, wie es auch vom Hersteller ausgeschrieben wird. Alles super. Die stufenlose Größeneinstellung beim Headset finde ich auch sehr gut. Hält auch sehr gut, auch wenn man es etwas enger stellt. Ohne irgendwie am Tragekomfort, ja, was zu merken. Ja, Leute, hier mein finaler Fazit für das Turtle Beach 300 Stealth Headset. Hier im Überblick, Tragekomfort. Also der Tragekomfort bei dem Headset ist sehr wichtig, vor allem wenn ihr einfach mehrere Stunden zockt, muss das Ding einfach bequem sitzen. Das tut's auch, von dem her hier ganz klar Pluspunkt. Für die Soundqualität, also ich stehe extrem auf guten Sound, egal bei welchen Spielen. Von dem her, ja, kann ich hier auch nur sagen, mit dem Stealth 300 macht ihr auf jeden Fall die richtige Wahl. Durch den eingebauten Vorverstärker in den Ohrmuscheln, ja, kann ich sagen, super satter Sound. Es klingt gut, es klingt satt. Ihr könnt auch einstellen, mal mehr Höhen oder weniger Höhen, durch die Soundmodis, die ich hier auch genannt habe. Mehr Bass. Ich habe öfter mal ganz gerne mehr Bass, vor allem wenn das Spiel gute Musik hat. Großer Pluspunkt ist auch ein Lautstärkeregler. Ihr kennt das vielleicht, man kann zwar über den Controller, ja, im PlayStation-Menü die Lautstärke verändern oder anpassen, aber das nervt einfach, wenn man da im Spiel unterbrechen muss. Und hier mache ich einfach nur einen Griff nach hinten an die Ohrmuschel und kann hoch und runter drehen. Einwandfrei. Genau. Soundmodis hatte ich gerade ja schon erwähnt. Was noch wichtig ist, Mikrofonregler. Ihr habt dann Mikrofonregler, mit dem könnt ihr, wenn ihr mit anderen sprecht, könnt ihr regeln, wie stark oder wie laut ihr euch selber in den Ohrmuscheln hören sollt oder wollt. Weil mich persönlich stört es brutal, wenn ich mich beim Sprechen selber reden höre. Es ist nicht gut. Von dem her noch ein weiterer Pluspunkt. Außerdem die Verarbeitung. Ja, ich finde das einfach super. Es sitzt toll. Genau, macht genau das, was es soll. Von der Qualität her, wie gesagt, mir ist es schon ein, zweimal leider aus der Hand gerutscht und unglücklich auf den Holzboden gefallen, aber
alles noch dran, nichts passiert, von dem her robuste Verarbeitung. Das Design finde ich toll, spricht mich sehr an. Preis, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Ich habe es erstanden für 55 Euro im Angebot. Ja, ich glaube, aktuell liegt es wieder irgendwo bei 70 Euro, also im Bereich zwischen 50 und 70 Euro ist es zu schießen. Von dem her annehmbarer Preis. Ja, zu den Minuspunkten auf der rechten Seite sind nur zwei geworden. Aber ja, ist ja auch gut. Ich muss leider sagen, die Akkulaufzeit ist ein Problem. Mir ist es jetzt schon zwei, dreimal passiert, während dem Spielen macht das Ding zwei Piepser und dann ist es weg. Also ohne große Ankündigung schält sich das Ding dann aus. Ja, und es ist so, ja, ich würde es mal sagen, so zwischen 3 und 4 Stunden zocken, dann solltet ihr dran denken, das Ding wieder aufzuladen. Ist auch vielleicht ein bisschen von dem abhängig, wie laut ihr eingestellt habt oder welchen Soundmodi ihr gerade am Verwenden seid. Aber ja, es ist einfach lästig mit dieser Aufladerei, wie mit den Controllern auch, noch ein Headset zu haben, das man aufladen muss. Ja, muss man sich dran gewöhnen, aber einfach nach jedem Spielen einstecken, dann geht's auch. Schlimmer wäre es eigentlich, wenn man ständig am Batterien kaufen wäre und die irgendwie wechseln müsste. Genau. Auch noch ein Manko finde ich das viel zu kurze Ladekabel. Ich habe es vorhin schon im Video gezeigt. Es ist einfach sehr, sehr kurz. 60 cm. Ja, versucht da mal das Headset irgendwie auf den Tisch zu legen und irgendwo einzustecken. Also ich meine, ihr könnt ja auch einen USB-Stecker dran verwenden. Ihr müsst ja nicht zwingend an der PS4 einstecken. Aber es ist einfach so, ja, wenn ihr es an der PS4 einsteckt, könnt ihr es eigentlich nur daneben legen. Und das ist einfach unpraktisch. Oder obendrauf, weil das Kabel ist wirklich nicht lang. Aber unterm Strich kann man sagen, wenn ihr eine PS4 habt, könnt ihr auch das Ladekabel von deren Controllern verwenden. Und dann ist es eigentlich erledigt. Genau. Ja, an dieser Stelle, Leute, das war es eigentlich von mir zum Thema Turtle Beach Stealth 300 Headset. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder auch gerne einen Kommentar. Ich bin immer offen für Verbesserungen oder Wünsche, Anregungen, Kritik auch gerne, klar. Ansonsten sehen wir uns bei meinen nächsten Videos wieder. Vielen Dank und bis dahin, macht's gut.